Gott, warum? Ich wollte es doch. Ach, naja, egal. Naja, egal ist es eigentlich nicht, aber... Gut, mit ein bisschen mehr Kernprovinzen wird auch das Einkommen wieder steigen. Insgesamt sollte es bald besser werden. So, eine Fähigkeit 4 Künstler. Könnten wir denn Stabilität gerade brauchen? Wäre es sinnvoll, hier zu wechseln? Nein. Also Stabilität bringt das gerade nichts. Gut, dann nehmen wir den Künstler. So. Ich hätte einfach die Inflation nehmen sollen, damit ich das Darlehen zurückzahlen kann. Aber nun ja, jetzt ist es auch schon zu spät, also von dem her lässt sich nichts mehr daran ändern. Ich muss nur sehen, dass ich bald wieder irgendwo was erobere oder, keine Ahnung, Vasallen erschaffe oder mich irgendwie ein bisschen wappne gegen Österreich, denn die sind jetzt gerade noch mächtiger geworden. Wie man sieht, jetzt haben sie hier noch Provinzen dazu bekommen. Und eine Armee von 171.000. Nur noch. Naja. Immerhin sind es nicht mehr 220.000 oder sowas. Trotzdem, selbst mit Portugal verbündet oder sowas in der Art. Und Portugal hasst mich, so viel es nur geht. Aber selbst mit ihnen verbündet, hätten wir miteinander weniger Truppen wie Österreich oder gerade mal gleich viel mit allen Vasallen. Sprich, ich brauche wirklich Verbündete. Litauen haben wir immerhin schon, aber wir brauchen noch mehr Verbündete, wenn wir gegen Österreich wirklich bestehen wollen. Und wenn wir jemals wieder ein gesundes Einkommen haben wollen, müssen wir bald das Darlehen irgendwie zurückzahlen können. Gut. Sobald das Darlehen wieder kommt oder sonst was Spannendes passiert, hole ich euch dann also wieder zurück. Also bis gleich. So, es sind Wahlen und ich denke, ich werde einen Bürokraten fordern oder wieder einen... Nein, ich glaube einen Bürokraten einfach für das Einkommen. Diplomatie 3. Naja, das ist natürlich weniger als nur schlecht. Also das ist... So, wir verlieren jetzt nur noch 0,9 pro Jahr und das, obwohl wir ja zwei eigentlich positive Einflussfaktoren außer dem Herrscher darauf haben. Aber ich glaube, das sollte unser Einkommen verbessern, oder? Bringt uns das Einkommen? Baukosten weniger, Stabilität sind... Ja. Handel, Produktion und Regierungstechnologie fördert das außerdem. Von dem her sicherlich auch nicht schlecht, wenn auch jetzt nicht allzu gut. Und ja, endlich haben wir auch die verbesserte Technologie. Und können uns dementsprechend hier jetzt eine neue Einheit aussuchen. Ich glaube, ich nehme die Tertio. 3-3, 2-3, 4-6. Mal sehen, das sind zusammen 10, 15, 21. Hier haben wir 10, 14, 21. Hier haben wir zusammen 9, 6 ist 15 und 3 ist 18. Also eindeutig Mauritius oder Tertio. Ist Mauritius eher offensiv und Tertio ist eher defensiv. Es ist nur die Frage, was wir eher sind. Keine Ahnung. Ich denke fast, dass die Tertio am ausgeglichensten ist. Also nehme ich jetzt mal die Tertios Infanterie, was natürlich unsere Truppen jetzt mal von der Moral her auf ein Null herunterbringt fast. Und vermutlich auch unserem Einkommen, nein, nicht mal unserem Einkommen schadet. So. Sehr schön alles. Gut, mit der besseren Technologie jetzt. Österreich hat her auch 18. Okay, wir können also nicht jetzt deswegen glauben, gegen Österreich gewinnen zu können. Auch wenn es sicher ein geringer Vorteil ist. Obwohl, was rede ich hier? Natürlich ist es kein Vorteil, wenn wir die gleiche Technologie haben wie sie. Aber immerhin haben sie jetzt noch keinen Krieg gegen mich erklärt in der letzten Zeit. Das kann man doch mal positiv anmerken. Und ja, sie sind wieder bei 200.000 Truppen. Juhu. Wir könnten, wie viel haben? 98. Wir könnten also, wenn wir wirklich das nötige Einkommen hätten, was wir nicht haben, dann könnten wir halb so viele Truppen haben wie sie.
sind doch motivierende Aussichten. Gut, und jetzt hoffe ich, dass dann bald, ja, jetzt wird es bald wieder fällig. Dezember. So, jetzt hätten wir das nötige Geld. Bitte komm jetzt schnell, Darlehen. Stabilitätskosten, Steuermodifikator. Ich glaube, die Stabilitätskosten sollten uns nicht aufessen. Von dem her machen wir das mal. Ah, und wir können einen Regler verändern. Dann nehmen wir hier freigeistig. Na toll. Gerade habe ich die Stabilitätskosten erhöht. Zack, Stabilitätseinbruch. Super, wieder mal alles in Stabilität. Hoffentlich können wir uns trotzdem noch leisten, das Darlehen zurückzuzahlen. In die Armee investieren wir immer noch wenig. Ja, naja. So, wann wird es denn fällig? Komm, Darlehen. Komm endlich. Bald können wir es uns wieder nicht leisten. Hey, wir können jetzt eine administrative Republik werden. Das ist übrigens eine Überlegung wert, ob wir das tun sollen. So. Where is the Darlehen? Das nötige Geld hätten wir jetzt wieder. Mal sehen, von dem her hier. Was bringt uns die Kaufmannsrepublik? Magistrate viele? Hätten wir beim anderen noch mehr. Toleranz bringt uns auch gleich viel. Und das unten bringt uns Handelseffizienz und das hier Händlerkosten. Gut. Händler schicken wir gar nicht so viel. Ich glaube, dass das hier sinnvoller wäre, aber jetzt haben wir gerade schon eine Stabilität weniger. Also wenn wieder mal so ein Ereignis kommt mit, du kannst eine Stabilität gewinnen, dann werde ich davor kurz einfach noch die Regierungsform ändern und dann die eine Stabilität wieder erhalten. Und jetzt hätte ich bitte mal gerne, dass das Darlehen kommt. Sehr schön, Stabilität wieder erhöht. Gehen wir hier wieder auf 0. Ach ja, ich könnte die hier ein bisschen. So, wann kommt es denn endlich? Ich will jetzt nicht die Aufnahme nochmal unterbrechen müssen, das wäre ja sinnlos. Moskau wächst auch schon langsam. Und jetzt können wir endlich unser Darlehen finally zurückzahlen. Ich glaube, wir sollten sogar trotzdem noch dieses Jahr im Positiven bleiben von der Geld her. Ja. Und jetzt haben wir ein jährliches Plus von 109 Dukaten. Mit dem extrem niedrigen Revoltrisiko, außer in Brandenburg. Und sonstigem guten Zeugs eben. So, sehr schön dann. Ich speichere mal kurz, einfach weil jetzt alle Probleme, die wir noch aus der letzten Aufnahmesession übernommen haben, endlich mal bewältigt sind. Und gut, Österreich ist wieder Kaiser. Oh Gott, eine vierte Nation hat zu ihnen gewechselt, also dazu, sie zu wählen. Und sie haben schon anscheinend drei dieser Dinge hier durchführen können. Irgendwann muss ich vermutlich gegen Gott Österreich kämpfen. Sie haben mehr als dreimal so viele Soldaten wie wir. Wie soll denn das jemals möglich sein, die zu besiegen, bitte? Wir könnten wieder mal irgendwann versuchen, einen Vasallen zu annektieren. Frankfurt vielleicht. Mal ein bisschen Geschenke senden. Wir haben ja jetzt wieder ein wenig Geld zumindest. Sie sind auch, sie haben den gleichen Glauben wie wir, von dem her sollte es ja irgendwie gehen. Gut, noch ein Geschenk und dann noch eins. So, endlich wieder Wahlen. Ich will eigentlich auch wieder einen Diplomaten, also nehmen wir... Na toll, der hat jetzt wieder Verwaltung und Militär minimal, von dem her... Nun ja. So, also noch ein Geschenk an Frankfurt. Wir sind bei 198, das sollte reichen. Jetzt können wir dann die Annexion fordern. Sehr unwahrscheinlich natürlich. Na gut, war auch irgendwie klar.
Und wieder mal eine Revolte, sehr schön. Aber naja, wir haben jetzt ja die besseren Truppen, deshalb sollten solche Nahkampftruppen eben kein Problem mehr sein für unsere Fernkämpfer. Von dem her. Aha. Gegen Holland. Ich will aber eigentlich gar keinen Krieg.